Moin moin Leute und willkommen zu meinen neuen Tutorien über Java. Ich habe mir gedacht, ich mache heute ein Video 0. Es soll noch nicht mit unserem Standard erstes Programm Hello World losgehen, sondern erstmal kurz erklärt werden, mit was wir programmieren, was ihr dazu braucht, um mitzuprogrammieren und so weiter und so fort. Als erstes braucht ihr natürlich das Java SDK. Ja, das müsst ihr halt euch runterladen von zum Beispiel Chip, die 32-Bit oder die 64-Bit-Version. Werde ich den Link noch einstellen. Dann braucht ihr natürlich einen Editor und einen Compiler, beziehungsweise meistens ist im Editor noch so ein Compiler mit drin. Ich benutze jetzt den Java-Editor, hat den Vorteil, ich rufe den mal kurz auf, das ist er, hat den Vorteil, dass wir uns noch nicht damit befassen müssen, wie wirklich zum Beispiel so ein Dialog oder so ein JFrame, JDialog aufgebaut ist. Ich muss euch erklären, ich fange ja auch erst mit Java an. Das Problem ist, damit man so einen Dialog erstellt, muss man natürlich einige Sachen wissen. Hier klickt man drauf und dann hat der schon das Grundlayout erstellt. Ich mache das mal kurz. Test. So. Dann hat der hier schon einmal erstellt so ein paar Sachen, wie das aussieht. Dann kann man hier Sachen reinziehen, zum Beispiel so ein Textfeld und dann kann man damit schon gleich arbeiten. Nach und nach werden wir das natürlich auch so machen, dass man dann halt selber mal überlegt und drauf kommt, wie man so einen Dialog erfindet, entwirft. Aber zum Üben und damit man erstmal diese ganzen Befehle kennenlernt, ist das hier, denke ich mal, besser. Dann später, denke ich mal, werden wir mit BlueJ arbeiten. Das ist ja meiner Meinung nach ein sogar besseres Programm, wo man allerdings nicht diese Auswahlmöglichkeiten hat. Das ist der entscheidende Vorteil von diesem Java-Editor, deswegen benutze ich den erstmal. Natürlich müsst ihr, wie schon gesagt, dieses Java-SDK vorher installieren, damit ihr überhaupt einen Compiler auf eurem PC habt für Java. Es gibt ja, vielleicht wisst ihr es noch nicht, zwei unterschiedliche Java-Versionen. Einmal die Runtime-Environment, also das, was ihr braucht, um die Java-Programme, also diese Punkt JAR-Dateien abzuspielen, und einmal ein SDK, jetzt ist mir der Name gerade entfallen, Java Source Development Kit oder so, weiß nicht mehr, wofür das S steht. Ja, das braucht ihr halt, damit ihr einen Compiler habt, damit ihr einen Debugger habt, halt so Standardsachen, die man auch in jeder anderen Programmiersprache hat. Ihr könnt jetzt auch theoretisch mit dem ganz normalen Editor. Ja, bei mir öffnet der jetzt Java-Editor, wenn ich Editor eingebe, egal. Mit dem ganz normalen Editor könnt ihr auch eine Java-Datei erstellen. Das Problem ist, dass ihr dann von Hand mit der Eingabeaufforderung halt den Compiler starten müsst. Und das dann in eine JAR-Datei umwandeln geht auch nur von Hand und das macht dieses Programm halt schon von ganz alleine. Beziehungsweise ich kann halt den Befehl geben, mach eine JAR-Datei, dann macht das auch. Packt automatisch alles rein, ich brauche gar nichts machen. Ja, kurz zur Erklärung. Die Konfiguration von allem hier im Fenster muss natürlich selber vorgenommen werden. Das kann man über Fenster machen, Konfiguration. Jetzt ist das leider ein bisschen größer als mein YouTube-Fenster. Ich mache das mal so, dass ihr den Großteil sehen könnt. Das Wichtigste ist halt der Interpreter. JDK-Ordner nicht Schrägstrich bin angeben. Das wird nicht funktionieren. Oder nur zum Teil, wenn ihr das Programm nachher extern aufruft, wird das einen Fehler geben. Hatten wir schon in der Schule lang und breit rausgefunden. Genau das gleiche hier auch. Und ClassPath müsste eigentlich schon eingegeben sein, wenn ihr es installiert habt. Compiler
ist die Java C-Datei, also Java Compiler. Der Rest, wie gesagt, sollte schon eingegeben sein, wenn ihr es nur installiert habt. Debugger ist meistens auch schon drin. Javadoc. Was ich wichtig finde, was ich aber auch noch nicht richtig herausgefunden habe, bei mir funktioniert es jedenfalls noch nicht, sind diese Javadocs. Das heißt, wenn ich hier eine neue Datei habe und eingebe einen Befehl wie sowas wie System.out. Da kommt schon. Normal sollte der mir, wenn ich einen Punkt eingebe, eine Auswahl von Kommandos zeigen, die jetzt kommen können. Das muss man auch noch richtig einstellen. Eigentlich sollte das funktionieren. Ich habe nur halt die entsprechende Einstellung noch nicht gefunden. Werde ich aber auch sagen, wie das geht, wenn ich es rausgefunden habe, damit ihr das auch machen könnt, übernehmen könnt. Ja, hier kann man jede Menge einstellen. Diese Dokumentation und alles Mögliche kann man einfach nachinstallieren, wenn man die noch nicht drauf hat. Bei manchen SDK-Versionen, zum Beispiel von Chip, sind die nämlich nicht mit drin. Diese Docs, die kann man einfach nachinstallieren. Finde ich richtig praktisch, dass man da nicht selber nachgoogeln muss, sondern einfach Button klicken, kurz bestätigen, fertig. Dazu ist noch zu sagen, wenn ihr das macht, minimiert den Java-Editor nicht. Der geht nicht wieder auf. Ich habe es versucht. Das sind so ein paar Anfängerfehler noch vom Java-Editor. Aber ansonsten finde ich den im Großen und Ganzen richtig gelungen. Ja, wir werden uns im Folgenden natürlich erstmal mit unserem Standardprogramm Hello World beschäftigen. Ja, das will ich euch jetzt auch schon sagen. Wir werden einmal immer ein Konsolenprogramm schreiben. Also, dass in der Konsole ausgegeben wird, Hello World und so weiter und so fort. Und einmal per J-Dialog. Nicht den Dialog, sondern J-Dialog. Unterschiede von denen werde ich euch auch noch zwischendrin erklären. Wie gesagt, ich lerne jetzt auch erst gerade Java. Das heißt, ich zeige euch nur das, was ich auch kann. Was ich schon rausgefunden habe, was ich gerade in der Schule mitmache und so weiter und so fort. Ja, falls ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, irgendwas, falls ihr Vorschläge habt, welche Programme ihr sehen wollt, wie man die entwirft, schreibt mir eine Nachricht und ich werde es überlegen und mit Sicherheit auch machen. So viel dazu erstmal. Wie gesagt, wenn ihr es mitmachen wollt, das Tutorial komplett, ladet euch den Java-Editor runter und die JDK braucht ihr. Jetzt will ich aber trotzdem noch mal kurz wissen: Software Development Kit. Okay, also so viel dazu. Bis zum nächsten Mal. Ciao.